In diesem Video lernen Sie grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Eurythmiegebärde des A kennen und die stärkende Wirkung, die diese Gebärde auf Sie hat. Bringen Sie die Hände in die Region des Herzens und spüren Sie mit den Handballen hin zum Herzen. Und dann schauen Sie mal, ob es ein anderes Erlebnis ist, ob Sie mit den Fingerspitzen gerade nach vorne tasten oder Sie nach links und rechts öffnen und dort hinaus spüren in die Umgebung. Im Fall des A geht es um die sich vom Herzen aus öffnende, erwartungsvolle Gebärde. Versuchen Sie mal vom Herz aus dieses öffnende, hinausströmende zu spüren und damit die Hände ein paar Mal mitgehen zu lassen. Diese Möglichkeit, vom Herzen aus tätig zu sein, wollen wir jetzt für die A-Gebärde nutzen. Bringen Sie die Hände wieder vors Herz und schieben Sie jetzt mit der Kraft Ihres Herzens langsam die Hände nach vorne, nach draußen, in die Welt. Die Arme sind fast gewichtslos und finden ihren Weg von alleine. Bleiben Sie dabei im Herzen zentriert. Sie schieben die Hände raus, spüren aber immer noch den Quellpunkt, von dem die Bewegung ausgeht. Am Schluss der strömenden, vom Herzen ausgeführten Bewegung sind Ihre Arme fast gestreckt. Lassen Sie die Arme jetzt da und konzentrieren Sie sich ein zweites Mal auf Ihr Herz. Und jetzt schlüpfen Sie wie von innen in die Arme hinein und durchstrahlen Sie ein zweites Mal. Und jetzt merken Sie, wie die Arme wie von alleine noch gerader werden, ohne dass Sie extra die Ellenbogen strecken. Und dass es anfängt, weit über die Hände hinaus zu strahlen. Und auch der Rücken streckt sich dabei. Jetzt ist das, was vorher die Arme wie von außen getragen hat, in die Arme hineingetragen und trägt sie von innen wie Strahlen aus Licht. Machen Sie den Winkel der Arme aber nicht zu weit. Ein weiter Winkel heißt, kommt alle her, kommt, rennt mich um. Und das A ist eher so zu gestalten wie ein gutes Stück Torte. Das, was da drinnen ist, das, für das interessieren Sie sich jetzt und das, was außerhalb ist, das ist jetzt nicht das Thema. Und gerade dadurch sind Sie mit dem A auch präsent. Bereit für Begegnung. Wenn Sie das A so ausführen, dass Sie es durchstrahlen und das Gefühl haben, Sie reichen weit hinaus, dann kann es sein, dass eine Art Gegenstrahlung, ein Gegenstrom einsetzt, der hier in den Schultergelenken oder in den kleinen Gruben unter den Schlüsselbeinen landet und einen leichten Druck sogar nach hinten ausübt. Dann können Sie Ihr A aufbauen, durchstrahlen und den Rückstrom spüren und den wirken lassen, dass er Sie leicht zurücknimmt. Und achten Sie darauf, dass Sie sich nicht selbst hinterbeugen, sondern Sie strahlen vor und der Gegenstrom nimmt Sie zurück. Jetzt hat sie in einem dritten Schritt das A nach hinten geneigt. Und in einem vierten Schritt geht es jetzt darum, dass sie aber trotzdem sich so spüren, dass ihr Inneres sagt, aber nicht mit mir. Sie strömen hinaus, sie durchstrahlen die Arme, sie finden den Gegenstrom und jetzt
spüren Sie so in Ihren Körper, dass der gegen die Rückneigung noch sich aufrichtet und streckt, weil er sagt, ich lasse mich nicht biegen. Und Sie stehen jetzt noch stärker und gerader als davor, von innen her erfüllt. Durchströmen, durchstrahlen, das A spüren, den Körper reagieren lassen. Auch wenn die Gebärde des A vorwiegend mit den Armen gebildet wird, geht seine Wirkung bis hinunter in die Füße. Wenn Sie das A bilden, erlauben Sie den Oberschenkeln in feiner Weise mitzumachen und auch die Füße, dass sie das spüren. Und spielen Sie damit, dieses A immer wieder mal aufzubauen und damit die Beine und Füße zu erreichen. Merken Sie, wie erfreut die Lunge darauf reagiert, wenn die Beine in die A-Gebärde mit einbezogen sind. Wenn Sie das, was wir bis jetzt besprochen und geübt haben, so beherrschen, dass die Effekte mit einer gewissen Selbstverständlichkeit eintreten, dann brauchen Sie die einzelnen Schritte nicht mehr einzeln zu machen. Sie stellen sich einfach hin, bilden die A-Gebärde und spüren, was geschieht. Und wenn Sie so dastehen in dieser Gebärde, werden Sie schnell merken, dass es von allen Seiten in Sie einströmt. Nicht nur durch die Arme, sondern überall im Körper kommt ein Strom herein. Spüren Sie diese aufbauende, lebensvolle, erfrischende Energie, die hier entsteht? Lassen Sie das zu, nehmen das in sich auf, machen Sie einen Schritt nach vorne und wiederholen Sie das noch ein paar Mal zu Ihrer persönlichen Stärkung.